Wir befinden uns hier in Nordrhein-Westfalen im schönen Frönnenberg im Kreis Unna. Ich bewirtschafte mit meiner Familie hier einen mittleren Hof mit Ackerbau, Grünlandwirtschaft und Tierhaltung. Wir halten Schweine, Rinder und Geflügel und das seit 27 Jahren nach den Richtlinien des Neulandverbandes. Neuland bedeutet artgerechte Tierhaltung, das heißt, die Tiere werden bei erhöhtem Platzangebot ausschließlich auf Stroh gehalten und haben sowohl im Stall Bereiche wie auch Auslaufbereiche, im Sommer auch auf dem Grünland, einem Geflügel mit Freilandhaltung. Das Futter besteht ausschließlich aus heimischen Komponenten, die überwiegend vom eigenen Hof kommen und es enthält auch keine Antibiotika. Als ich vor 27 Jahren mit der Neulandhaltung angefangen habe, war der Druck auf die Landwirtschaft so, wie er heute auch noch ist, wachsen oder weichen. Diesen Weg wollte ich nicht mitgehen und habe mich deshalb für das Neulandprogramm entschieden. Aus meiner Sicht ist das größte Problem der konventionellen Landwirtschaft die zu geringen Erzeugerpreise, sodass immer wieder Druck vorhanden ist, die Produktion noch weiter auszuweiten, noch mehr zu produzieren, was natürlich in einem gesättigten Markt ein großes Problem ist. Ich finde, Landwirtschaft ist zukunftsfähig, wenn sie sich auf regionale Märkte konzentriert, anstatt den Weltmarkt erobern zu wollen. Man braucht keine riesigen Mengen produzieren, die am Ende als Überschuss und ab Wert verkauft werden müssen und in anderen Regionen der Erde den dort ansässigen Bauern Probleme bereiten. Die Transportwege können klein gehalten werden. Weniger Produktion bedeutet weniger Grundwasserbelastung, weniger Umweltprobleme. Die moderne Landwirtschaft konzentriert sich zu viel darauf, zu rationalisieren. Bedürfnisse der Tiere, aber auch der Umwelt kamen da oft erst an zweiter Stelle. Dieses Prinzip gilt es umzukehren, sodass Umweltschutz und Tierschutz wieder mehr in den Fokus kommen. Wichtig für eine Förderung und Aufrechterhaltung der regionenbezogenen Landwirtschaft ist eine Erhaltung der Infrastruktur. Wir brauchen dezentrale Schlacht- und Verarbeitungsstätten für unsere Produkte, sodass wir nicht erst kilometerweit transportieren müssen, um in riesigen Fabriken unsere Produkte verarbeiten zu lassen, die dann wieder mit großem Aufwand zurücktransportiert werden. Die Nachfrage nach art- und umweltgerecht produzierten Lebensmitteln steigt. Der Verbraucher will wissen, was er kauft. Von daher muss die Politik dafür sorgen, dass Lebensmittel umfassend gekennzeichnet werden. Es muss genau erkenntlich sein, wie und wo Lebensmittel produziert worden sind und was drin ist. Es kann nicht sein, dass vorne auf der Eierpackung grüne Wiese zu sehen ist, das Huhn aber niemals einen Grashalm gesehen hat.